So, und da sind wir wieder. Wir haben jetzt hier unsere Quest bei der letzten Folge abgegeben, wo wir Gift von den Skorpionen abzapfen mussten. Und jetzt gehen wir zur Nordwacht, denn da haben wir auch noch ein paar, na, zwei Quests, die wir erfüllen müssen. Und dafür müssen wir in diese Richtung, aber ich gehe trotzdem am Wasser entlang. Denn da sind wir in der letzten Folge auch entlang gelaufen, falls ihr euch noch erinnert. Wo wir die schönen Skorpione das erste Mal gesehen haben und gemerkt haben, dass rot markierte Gegner angreifen. Ja, ohne dass man ihnen was tut. Diese bösen, bösen, da sehen wir es auch schon. Diese bösen, bösen Skorpione. Kein Respekt vor größeren Menschen, beziehungsweise Trollen. So, ich weiß nicht, wann ich die Folge hier online stelle, aber mich würde mal interessieren, was sagt ihr zur Gamescom? Die müsste jetzt auch schon im vollen Gange sein, wenn ihr das hier seht. Was haltet ihr davon? Habt ihr schon was Interessantes entdeckt? Was wird kommen, das euch interessiert? Welche Spiele wollt ihr unbedingt spielen? Vielleicht habt ihr auch eine Idee, was ich Let's Playen könnte, was demnächst rauskommen wird. Wäre, der liegt hier immer noch. Ja, Minecraft ist tot. Hier, der Beweis. Nein, Quatsch. Ich spiele auch selber Minecraft. Minecraft kann nicht tot sein. Minecraft ist toll. So, wo war ich? Ah ja, es kommen ja jetzt einige Spiele raus und ihr habt ja bestimmt jetzt in der Gamescom auch schon einige gesehen, einige Trailer. Würdet ihr euch, hallo Hexmeisterin, welche würdet ihr euch wünschen, dass ich sie Let's Play, wenn sie rauskommen? Würde mich mal echt interessieren. Schreibt's in die Kommentare, ihr wisst das natürlich. Und ich finde, mein Schreibt's in die Kommentare hört sich manchmal ein bisschen an wie das von dem von YTD. Hier ist ein rollender Nähr mit den Schreibt in die Kommentare. Naja. Ich schaue zu viele andere YouTuber. Ich nehme deren Kommentierstil an. Wobei, der von YTD tut ja nicht kommentieren, der macht ja sein eigenes Ding. Und zwar richtig gutes, also. Falls ihr lustige Videos sehen wollt, schaltet da ein. Habe ich auch noch schön Werbung für einen anderen YouTube-Kanal gemacht. Naja, kann ja nicht schaden. Also, Druid ist am Anfang etwas nervig zum Leveln, weil am Anfang hat er dann im Prinzip nur Fernangriffe. Und ist auf dem Nahkampf etwas unbeholfen. Aber das ändert sich später. Spätestens, wenn man die Katzenform bekommt, weil die fungiert wie ein Schurke und Schurken sind natürlich Meister des Damage auf nahem Terrain. So, wieder einer weniger. Die stöhnen da hinten. Ach, hier, die müssen wir, hier, Glitzer, Glitzer, müssen wir für Quest. Ihr wisst schon. Wer greift mich an? Wer greift mich an? Wer greift mich an? Oder hat er einfach nur eine Falle drin gehabt? Ja, Brandfalle. Man kann niemandem mehr vertrauen, nicht mal mehr Leichen. Wo sind wir nur gelandet? So, du bist mein nächstes Opfer. Ach, wunderbar, ein Bogenschütze. Den kann ich schön meiner Magie platt machen. So. Du bist als nächstes dran. Ja, du bist als nächstes dran. Ich bin auch ziemlich gemein und tue sie aus ihrem wahrscheinlich wohlverdienten Schlaf reißen, indem ich sie einfach hinterrücks umbringe. Ja. So sind Trolle eben. Immer schön dreckig und gemein. Vor allem dreckig. Ja, unser zweiter Beutel. Vor allem dreckig, wenn ich mir den so anschaue. Sauber ist was anderes. Naja. Dafür bin ich eine der größten Rassen im ganzen Spiel. Wenn ich mich strecke, tue ich sogar ein Tauchen über. Ja, bin größer als Taucher, wenn ich mich strecke, so.
Ja, es ist spät, ich bin müde. Trotzdem habe ich jetzt Bock gehabt, ein bisschen aufzunehmen. Vor allem, weil mir auch die. Hätten wir jetzt Bergbau, könnten wir abbauen. Vor allem, weil mir auch jetzt mal ein bisschen die Folgen ausgegangen sind. Ich habe zwar gesagt, es wird nur ein Nebenprojekt, aber da es eigentlich fast, also fast schon mehr angenommen wird als mein Hauptprojekt, The Void, habe ich mir gedacht, dass ich euch doch ein bisschen mit mehr Folgen fütter als gedacht. Dementsprechend werde ich hier jetzt einfach ein bisschen aufnehmen und unsere Hexenmeisterin hat ein bisschen hier aufgeräumt, wie ich hier sehe. Nee, ein Orkschurke. Hier ein Schurke, Schurke. Du Schurke, nimm uns das nicht weg, das brauchen wir. Du Huxtebude. Na, ist weg. Ich war zu langsam. Böse, böse, mein Freund, böse, böse. Siehst du, ich bin größer als du. Der hat wenigstens schön begrüßt und begrüßt mir auch zurück. So, jetzt können wir auch wieder unsere Quest weiter erfüllen. Wie viel brauchen wir hier noch? Einen. Okay, wunderbar. Wenn der mich jetzt in der Gruppe einladen will, hat er sich geschnitten. Denn das mache ich nicht. Das mache ich erst, wenn ich in Dungeons gehe. Ja, ich werde auch in Dungeons gehen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Nur wobei ich sagen muss, es ist etwas traurig geworden mit den Dungeons. Man kann zwar mit dem Dungeon Finder wunderbar schnell einen Dungeon finden, aber so, den Kill hat er bekommen, weil er angegriffen wurde. Man kann zwar wunderbar Dungeons finden, sehr, sehr schnell, also im Gegensatz zu früher, wo man was weiß ich, wie viel Stunden im Allgemeinchat oder im Suche nach Gruppe-Chats spammen, dass man jemanden findet für einen Dungeon. Jetzt dauert es vielleicht eine halbe Stunde, wo man suchen muss. Und dann ist es auch erledigt. Aber dafür wird halt nur noch gerusht. Also man kriegt nicht mehr viel vom Dungeon mit. Also gerade als nicht so oft Zocker wie ich. Also ich habe noch kein Level 85 Charakter geschafft, weil ich einfach nur ein Gelegenheits-Jocker vor allem Zocker bin. Da ist es dann sehr, sehr schwer, sich die Dungeons auch zu merken. Also ich bin jetzt schon, was weiß ich, wie oft im. Und ich bin wieder in diese blöde Falle getappt. Bin, was weiß ich, schon wie oft im komischen Schloss da gewesen. Und kenne mich immer noch nicht aus. Also bin ich sehr, sehr schade. Der bedankt sich wenigstens, wenn man ihm hilft. Das finde ich gut. So, den killt er wahrscheinlich wieder. Also jetzt sind wir schon zu dritt, also jetzt wird es ein bisschen nervig. Also für ein Let's Play nicht so geeignet. Naja. Finde ich sehr schön, wie die angreift. Aber wo ist ihr Wichtel? Haben Hexenmeister nicht einen Wichtel dabei? Naja, vielleicht hat sie ihn gefressen. Könnte ich mir richtig vorstellen bei einer Trollfrau. So, da hinten geht's weiter. Wunderbar. Das ist nämlich auch etwas nervig, wenn so viele rumlaufen, weil die nehmen uns dann die Mobs weg. Wer hat uns noch angegriffen? Ach, der. Die nehmen uns nämlich die Mobs weg. Und wir können die Quest nicht richtig erfüllen. Ich loote sie jetzt auch einfach nicht mehr und hoffe, dass hier noch welche rumstehen. Was ist einfach nicht so ist. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Naja, dann loote ich eben. Weil Humanoiden haben immer Geld dabei, was wir natürlich sehr, sehr dringend brauchen später. Denn im Auktionshaus gibt es immer ein paar nette, nette Gegenstände. Auch wenn ich euch sagen muss, am Anfang nicht so viel kaufen im Auktionshaus. Am besten gar nichts. Ihr kriegt euch best genug. Aber gerade im Let's Play, um euch das ein bisschen zu zeigen, werde ich auch das ein oder andere Mal im Auktionshaus durchstöbern und etwas shoppen gehen. Weil es ist auch immer peinlich, als Let's Player ein schlechtes Equipment zu haben, weil so wie wir jetzt rumlaufen, sieht es auch richtig scheiße aus.
Ein Let's Player muss episch aussehen. So. Schon wieder in so eine blöde Brandfalle getappt. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Zurück zur Basis. Ja, wir haben alles. Wunderbar, den können wir noch looten. Ach ne, der hat ja nur das komische Schwert da gehabt. Nein, dich ignoriere ich jetzt dezent. Ja, dich auch. Ihr habt doch eh keine Chance gegen mich. Lass es doch bleiben. So, schöne Heilung. Ach ja. Ich mag ja Heilerklassen, weil man sich dann selbst heilen kann. Und ich finde auch Heilen in Instanzen etwas leichter als Tankspielen. Ja, doch, finde ich etwas leichter. Wobei es gibt Tanks, die rennen so viel rum, dass da wieder das Heilen auch wieder schwerer wird. Aber lieber rumrennende Tanks als rumrennende Mobs, die man dann tanken muss. Finde ich zumindest. Also ich bin als Tank immer überfordert. So, wieder schön Quests abgeben und die tanzt sich hier immer noch einen ab. So, erstmal zu unserem Meister hier. Hallo, Mann! Hallo! Schön Stab nehmen. Später. So, und ich habe mich entschieden, ich werde den Stab nicht equippen, weil mir ist die Ausdauer lieber als der Schaden, weil mit dem Stab schlagen wir eigentlich nicht rum. Habe ich jetzt überhaupt. Ach, ich habe Stufe 7 erreicht. Ach. Das ging jetzt schnell. Gerade in der letzten Folge haben wir Stufe 6 erreicht und jetzt schon Stufe 7. Grüße, Mann. So. Na, klasse. Aber unser Leder ist besser. Dann nehme ich den, der gibt nämlich beim Verkaufen mehr Geld. So. Und einen neuen, Rang bei den Dunkelsperrtrollen habe ich bekommen. Nämlich wohlwollend. Wunderbar. So. Hallo! Bitte schön lesen, lesen, lesen. Sprich mit Räuber Jasch. Um nach Klinghügel zu gelangen. Sprech mit Gartok. Sobald ihr angekommen seid. Alles klar. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt fliegen. Kann das sein? Ja. Wir müssen fliegen. Wo waren alle hier? Wir müssen jetzt dahin fliegen. Das ist so eine Art. Ja, Tutorial, wie man fliegt. Hallo, Mann. So. Ding, Ding, Google was, ja. So, und jetzt kommen wir auch dann wieder ins Gebiet der Orks. Wo wir ja eigentlich nicht mehr so beliebt sind. Zumindest wenn es nach Garrosh geht. Und ich finde. Ja, zum Glück sind Trolle recht schlaksig, aber ich finde ein Troll viel zu groß für das Viech. Vor allem finde ich Tauchen immer so lustig, wenn sie auf den Viechern fliegen. Also da tun mir die Viecher echt leid. Wobei, wenn ich sie so angucke, tun sie mir nicht mehr leid. Ja. Ja, ich habe dich beleidigt. Zu Recht, oder? Hässliches Viech. So. Quest abgeben. Quest. Quest. Ah, die Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Heieiei, die Zeit geht aber rum. Die Zeit geht rum. So. Was braucht ihr? Weiß nicht, was ich brauche. Was hast du denn? Für die Horde. So, eine Quest. Lesen, lesen. Das liest wahrscheinlich sowieso keiner. Tötet 6 Marinesoldaten der Nordwacht. 6 Heckenschützen. Ui. Scharfschützen. Der Nordwacht und Leutnant Paliter in Burg Tiragarde. Und wir bekommen einen neuen Brustpanzer. Wunderbar. Der steht uns auch schon viel, viel besser. Gut, annehmen. Machen wir natürlich. Ich würde sagen, ich nehme hier jetzt erstmal alle Quests an. Ja, hier können wir nicht mehr runterspringen. Früher ging das noch. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt alle Quests an. Und dann beende ich die Folge. Denn langsam bekomme ich Kopfschmerzen und ich werde müde und ja. Dann sollte man vielleicht nicht mehr aufnehmen. So, lesen. Erhalte 6 Stücke vom Schatz von Gultiras. Ah. Beeilt euch!
Nur keine Hektik. Guck mal auf die Uhr. Andere Leute schlafen. Halt. Warte mal, hier war doch noch irgendwo eine Quest. Da waren doch zwei Fragezeichen, nicht nur eins. Komisch. Naja, erstmal zum Lehrer. Vielleicht kann der uns wieder was beibringen. Ja. Hurawurzel. Macht ein Ziel bewegungsunfähig. Am nützlichsten, wenn man Nahkampfangriffe entkommen oder ihr Vorankommen verhindern will. Das ist eine so wichtige Fähigkeit für uns Fernkämpfer. So, mal gucken, ob hier noch eine Quest ist. Weil ich habe echt zwei Ausrufezeichen gesehen. Habe ich mich so getäuscht? Wahrscheinlich schon. Ja, es ist spät. Es ist fucking spät für mich. Ich bin nämlich recht früh aufgestanden. Denn meine Schwester kam und hat ein bisschen Gartenarbeit geleistet. Natürlich mit meiner Hilfe, also ich helfe natürlich Frauen. Ach, hier ist ein Fragezeichen, hier ist ein Ausrufezeichen. Denn ich helfe natürlich Frauen, denn ich bin ja ein Held. Wobei sie das so gut kann, da brauche ich eigentlich fast ihr nicht helfen. Ihr sucht doch etwas! Was ist es? Nein, du suchst was. Lesen. Bringt Grimtag Fleisch zu Borok in Klinghügel. Vorwärts zum Sieg! Ach, die Quest können wir noch erfüllen. Die ist ja nicht weit. So, auf jeden Fall haben wir ein bisschen Gartenarbeit geleistet, denn meine Eltern sind gerade in Urlaub. Halt, da lang. Die sind gerade in Urlaub und wir sind jetzt umgezogen und der Garten sah natürlich richtig, richtig bescheuert aus, weil die Vorbesitzer einfach mit dem Garten umgegangen sind. Und jetzt wird er richtig, richtig hübsch und es soll eine kleine Überraschung sein für meine Eltern, damit sie sich freuen, wenn sie zurückkommen. Ich hoffe, die werden unser Haus nicht mehr wiedererkennen, weil das ist nämlich im Eingangsbereich. Wie kann ich euch helfen? Fleisch für Okrima. So. So, bucht einen Windreiter nach Okrima. Bei Windreitmeister Burok und bringt den Grimtagsfleisch zu Krishka in die Okrima. Für die Horde. So, nach Okrima fliegen wir noch, weil da habe ich nämlich Bock, euch Okrima ein bisschen zu zeigen. Vorwärts zum Und dann beende ich die Folge, aber wirklich, also wirklich, 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 es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Wenn ich müde werde, dann rede ich irgendwie Blödsinn, kann es sein? Naja, egal. Es tut mir dann auf jeden Fall leid. Ich verabschiede mich jetzt schon mal ein bisschen, weil wir fliegen ja eh nur blöd rum. Es hat mir wieder richtig, richtig Spaß gemacht, mit euch zu zocken. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Hier haben wir Quest, hier haben wir Quest. Merken. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein beim nächsten Mal. Oh, Grima. Sehr, sehr beeindruckend. Das, so Okrima finde ich so, so gut gemacht. Also das finde ich so schön. So wie bei Warcraft 3, das Hauptquartier der Orks. Richtig, richtig schön. Richtig, richtig, richtig schön. Komplett umgestaltet seit Kataklysm. Und ich habe doch seit Kataklysm keinen Horde mehr gezockt. Ich werde mich nicht mehr zurechtfinden. Naja, ihr habt es auch immer gesehen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.